So, Leute, wir sind in Montreal. Mal hier, so ein richtig so ein Ami-Dorf, ne? Also ist natürlich Kanada, aber irgendwie ist es ja schon so ähnlich. Moment, Kanada? War doch immer. Da ist normalerweise ja Kanada, aber wie ihr seht, sind hier schon ein paar da. Nicht viel, aber. Ein Bär! Nein, Spaß, kein Bär. Mach mal keine Späße. Sorry. Und ein Schulbus. So! Ein Schulbus! Wie outet man sich als Tourist? Man flippt völlig aus, wenn so ein gelber Schulbus kommt. Ah! Ein Schulbus! Okay, also pass auf, Leute, was ist krasses passiert? Wir nichts ahnend im Griechen sitzend. Sehr nett übrigens. David guckt so rüber auf die andere Straßenseite und sieht auf einmal so E-Muskelonge. Muskelonge. Hä, guck so weiter. Rocher et Muskelonge. Rocher, genau. Guck dann weiter nach rechts, da steht immer alles auf Französisch und Englisch. Pike and Musky Shop. Und wir so, wow! Krass, wir sind ja genau deswegen hier, wollen Musky angeln. Wir gehen heute früh dahin und quatschen so, was läuft da? Und wie immer, ich gehe angeln, wir sind Fans. Naja, nicht ganz, Musky. Aber die sind sind auch aus Europa, nämlich aus Frankreich, die beiden. Sind seit 20 Jahren schon hier, sind halt mega krass, sag mal, er hat gesagt, sind die Größten und Einzigen, die jetzt wirklich krass hier so einen Musky-Fischerei- und Angelladen besitzen. Das merkt man auch, im ganzen Laden gibt es nichts, also da gibt es keine Barschköder, es gibt nichts, nur Musky-Zeug, High-End, teuer. Und dann im Fernsehen lief auch eine Musky-Show, eine Hechtsendung auf YouTube aus Europa, ich glaube, es war wirklich unser Video, da hat er gleich unser Kanal eingegeben, hat gleich so alles laufen lassen und ja, Leute, schon wieder so eine Ami-Straße. Die haben uns ein bisschen darüber lustig, was sind das für welche? So Elite-Angler, die haben bestimmt so einen Ausweis, einen Musky-Verein. Und was ist? Membercard. Membercard. Ja, es gibt sie. Es gibt sie, wirklich. Man muss die Musky-Membercard haben, um überall reinzukommen. Aber wir sind quasi eingeladen jetzt zum Treffen von diesem wöchentlichen Musky-Verein. Nein. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein Bierchen. Wir dachten, okay, wir gehen da mal hin, gucken uns mal die ganze Musky-Elite von Kanada. Trifft sich dort, also zumindest aus Montreal. Und das ist schon so mal eins der besten Areas hier. Zufälligerweise, wir wussten es gar nicht. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Unser Ziel für dieses Video ist ein Smallmouth Bass. Eine Muskellunge. Eine Muskellunge, richtig. Also bleibt dran, das wird spannend. Wir wollen unseren allerersten Musky fangen, Leute. Und die Dinger sehen geil und werden noch mal 30% größer als ein Hecht. Ja. Okay, Leute, wir sind da. Draußen sitzt die Runde. Und wir wurden sehr freundlich empfangen, muss man dazu sagen. Wir sind jetzt mal reingegangen, um Bier zu holen. Und das ist der Angelverein hier, ne? Genau, Angel- und Jagdverein hat sich hier unter einem Dach eingerichtet, ganz nett. Halt mal den Hand daneben. 39er. Ja. Was, Kilo, Pfund oder was? Pfundis. Ey, aus meinem Geburtsjahr. 89, krass. Okay, er hat 55, oh, der ist richtig groß, Alter. Also 24 Bauchumfang, ja. 55 Inch Länge, das macht ihn, glaube ich, auf 1,27,5 so. Sicher? 55 mal 2. Ein 50er sind 1,25. Also ist er quasi. Ach so, oh Gott. Der ist riesig. Viel größer, 1,30 oder so. Und der hier ist noch größer. Also der hier, Leute, der ist 1,40 oder sowas. Wenn nicht sogar 1,50. 1,50 nicht, aber 1,40, ja. Der Zander ist natürlich jetzt natürlich ein Huscher. Witz. Ein schöner Küchenfisch. Das ist so, das fange ich zu Hause in der Spree jeden Tag, aber ja, nicht so hoch, wirklich, muss ich sagen. Das ist schon ordentlich. Für so einen kleinen. Aus dem Jahr 77. Ein kleinen, oh Gott, 70er. Mal zu sehen, dass wir den mal einstellen können langsam. Aber was so, ich gedacht hätte, das ist ein, das ist der Perch. Das ist ein Perch. Sicher? Ja. Der sieht ja genau aus wie ein Perch. Das ist ein Nembul. Das ist doch kein Smallie, niemals. Das ist ein Perch. 100%, da würde ich 1000 Euro wetten. Das ist doch ein Maul. Am Kopf und an den Flossen und so weiter. Die haben tatsächlich hinten ein bisschen andere Flosse als bei uns. Die heißen, die glaube ich, Yellow Perch, ne? Ja. 1000 damit ist ein bisschen zu heftig. 40. Is this on the left? What is it? That's a perch. Ja, yeah, we had a bet. Leute, ich habe gewonnen, also ein Tausi bitte zu mir. Gehen auch 1000 Mal sagen, du bist der Beste? Ja, okay, los geht's. Du bist der Beste, du bist der Beste, du bist der Beste, du bist der Beste, du bist der Beste. Und du musst, kannst es abkürzen, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ein Barsch aussieht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Barsch aussieht. He thought it was a Smallie. The stripes, of course, they looked like a perch, but it was like the mouth was so. As I said, you know, I mean, perch and walleye or zander, you know, like you. When there, it's a different species. Uh-huh. Same family. Wir wurden gerade begrüßt. Das ist gerade Siegerehrung, Leute, vom Musky-Turnier. Hier sitzen ganz krasse Musky-Angler. Das ist der Sieger, Leute.
ein Wanderpokal und der größte war dieses Jahr 44 Inch, also ungefähr einen Meter. Stolzer Sieger. Also wenn wir im März 44 morgen fangen, sind wir Siegerbesieger. Wir haben auch Köder mitgebracht aus Deutschland. Deutschland. Bisschen was von Carsten, bisschen was von Westin. Genau. Bisschen was von Easy Shiner. Das größte was wir hatten bei uns. Ist ein bisschen klein, aber Hauptsache was in den Lostopf schmeißen. Genau. Mal einen Eindruck machen hier. Ja, hier werden nämlich jetzt Lose verkauft und der erste darf sich hier einen Köder aussuchen. 8 to 7? Yeah! You don't have to cut it off. Ja! No Applaus. Eight to seven. You get to pick a prize at the prize table. Yes. Okay, come. But before you do that, you have to pick the next winner. And you're not allowed to pick your own number. Okay. Take one of mine. Yeah. Or your friends, either. Oh, and you're close. Really? 8, 2, 1. Who is it? Yeah! Really? No way! Yeah! Yes! Dick. Let's buy more of these. Yeah. Hurry up, you get to the table. Hurry up to pick up a prize. You sure? Yeah. One of this year? Yeah. Really? Yeah. Wow. The hat also? Yeah, any prize. Any prize? Really? Not a trophy though. Okay. Yeah. I got mine. Wow! What would you recommend? I would take this one. What's that? Is this a Medusa or this is a dog? Yeah, bulldog. This is very good. Yeah? Yeah. I'm gonna check your YouTube and I see. Take it, yeah? Yeah. I mean, it's very expensive, right? This is a 45 euro. Yeah. Euro. This one has a electronic bait sounds. When there's a contact, it makes the sound of a distressed fish. Really? Yeah, so on the pause, you make a pause, it makes a like the drum sound. But like a fish that is injured, yeah. And the heck comes and gets it. And it's for trolling or for casting? Both, casting and trolling, yeah. Okay, maybe. The same price. This one maybe a little bit more expensive by a little bit. By 5%, yeah. Thank you. Alter, so richtig geile Mütze von Musky Innovations. Alter, hast du auch eine Mütze von Musky Innovations? Nein, aber ich habe einen Köder, der, wenn er stehen bleibt, macht er ein Geräusch von einem sehr gestressten Köderfisch. Hast du sowas auch? I doubt it. Und vor allem, wir haben $20 bezahlt und gehen hier mit $80 raus. Geil, lass es noch mehr kaufen. David? Ja, wir haben wieder mal den Jackpot getroffen. Wir haben wieder mal dem Hecht zwischen die Augen. Wir haben dem Maski mit dem Luftgewehr zwischen die Augen geschossen auf 300 Meter. Das ist so krass. Was wir hier heute alles erlebt haben, das können wir euch gar nicht erzählen alles. Den wir getroffen haben. Wir kriegen jetzt den Hauptpreis. Also ich weiß was. Es war so ein Angelwettkampf. Da haben Typen ein Wochenende in einem Luxusangelcamp gewonnen irgendwie. Und die meinten, ja, sie sind zu alt, die möchten das nicht haben. Jetzt haben wir den Hauptpreis bekommen und können jetzt in das Angelcamp mit Boot, Hütte fahren umsonst. Hat er uns geschenkt. Der Organisator der Angelveranstaltung hat uns geschenkt. Der Hauptgewinn. Ohne teilzunehmen. Und er hat 3 Jahre in Deutschland, ich glaube in München, genau, hat er gearbeitet. Das heißt, er kann auch ein bisschen Deutsch. Es war so witzig. So witzig einfach, oder? Einfach nur so völlig wild. Vom Döner zum Angelan, zum Maski-Club, zum krassesten Angel, See wahrscheinlich hier, also Wahnsinn. Ich kann nur eins sagen, Leute, wenn ihr irgendwo anders seid im Ausland, haltet euch immer an die Angelläden, kauft ein bisschen was ein, seid nett zu den Leuten, dann werdet ihr sehen, wir sprechen immer alle eine Sprache, egal wo ihr herkommt, egal wie viel Geld ihr verdient, wir sind immer alles Angler und am Ende kommt immer irgendwas daraus. Das ist so geil, meine Taktik hat sich wieder bestätigt. Ja, das ist wirklich geil. Und jetzt sitzen wir übrigens in der absoluten krassesten Karre vom Angelboss und der fährt uns nach Hause. Genau. What is this place? This is heaven. Musky Heaven. In Montreal, Leute. Guck mal, wie geil das hier ist. Also ich habe noch eine Sache von dieser Stadt nicht verstanden. So wenig Menschen noch nie irgendwo gesehen, ehrlich gesagt. Sieht für mich wie eine Westernstadt hier aus, aber hier sind... Lachine ist so eine Art Vorort, glaube ich. Vorort, ja, trotzdem. Ich meine, hier, guck mal, die Häuser, wie viele Häuser hier sind und wie wenig Menschen. Ja. Finde ich schon krass. Ach, dann Auto? Oh, Auto. Die Leute essen, glaube ich, hier ein bisschen früher. Mhm. Die essen halt früh abends, dann ist danach hier Schluss Feierabend. Ja. Also alle morgens wieder arbeiten müssen. Alter, das war eins der krassesten Erlebnisse überhaupt, muss ich wirklich sagen. Ihr könnt es jetzt nicht nachvollziehen, es tut uns auch leid, aber wir haben einfach mal die krassesten Motherfucker aus ganz Kanada getroffen, ja. Gerade bei diesem Musky-Treffen. Und die haben uns alle entgefeiert. Wir treffen die morgen im Angeln, fahren dann mit dem Oberboss raus,
haben jetzt, wir haben es ja schon gesagt, also es wird einfach krass, bleibt einfach dran. Genau. Es wird einfach so wild und es wird immer wilder und wilder und wilder und wilder. Ich war hier, da ist der, wie sah komisch heute aus? Ja, gar nicht, wa? Okay, Leute, wir sind jetzt im einzigen Maski-Laden in Kanada. In dem größten. Ich könnte mir auch fast denken, dass es der einzige Maski- und Hechtladen der Welt ist, die nur Maski und Hecht macht. Stimmt, das wäre natürlich sinnvoll, also clever. Also, sag mal, logisch, sag ich jetzt mal. Wa? Okay, was brauchen wir? Schnur? Schnur, Eindrehsysteme für die Gummis und ein paar Vorfächer. Okay. Fertig gebaute bitte, danke. Ja, und jetzt zieht euch mal bitte das hier rein, Leute. Wie nennt sich das? Das ist ein Pounder. Okay. Das ist ein Pounder. Also ich meine, auf dem Burger ist ein Quarter Pounder, also ein Viertel Pfünder drauf. Also stellt euch einen vierfachen Burger vor, den ihr einfach raus ins Wasser schmeißt. Also einfach mal ein halbes Kilo Wurfgewicht. So. Da brauchst du ja mehr als eine GT-Route. Nicht mal ein Meerespopper hat ja nicht mal so viel. Gibt's ja gar nicht. Das ist das Krasseste auf der Welt, was es gibt. Größere Köder gibt's einfach nicht. Punkt. Aber die gibt's trotzdem auch in klein, in Viertelpfünder. Ich dachte erst, du bist er hier. Wir sehen genauso aus. Okay, es wird so spannend, Leute. Und dann versuchen wir jetzt einen Termin noch zu machen, dass wir mit einem von beiden jetzt hier rausfahren am Montag. Good morning. Hey, good morning. How are you doing, guys? Yeah, very good. Because last time we drunk a lot. Right? Yeah, a little bit. I mean, it's part of the local lifestyle, right? I don't teach that to a German, right? Also, das sind die beiden Master of Muskie Fishing in whole Canada. Sie haben einen eigenen Laden hier gemacht. Ja, das ist spezialisiert für Pike und Muskie. Spezial, absolut spezial. Ja. Hammer. Ja, richtig krass. Also in Montreal, ja, also wenn ihr mal vorbeikommen wollt, in Montreal zum Pike. In Lachine zu Etobicoke. Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache muss ich euch noch zeigen, und zwar, guck mal hier, dieses Bild. Von Erik Otten. Mit dem war ich ja auch schon mal angeln. An Kanarien. Genau, ja. Also mehr angeln, nicht fangen. Als Hamburger kennt man sich ja noch nicht so aus, hier haben mehr, wa? Und wir versuchen jetzt, wir kaufen ein bisschen was ein und ein bisschen Schnur und versuchen was klar zu machen. Dass wir vielleicht angeln gehen können am Montag oder so. So, dann möchtest du jetzt einen Maski fangen oder die Köderfische, die dann den Maski sozusagen verknallen? Ich habe die falsche mitgenommen, die größere mitgenommen, die habe ich ja zu Hause vergessen. Moment, ich habe Amazonas verschenkt. Und außerdem wollte ich mir auch noch eine ganz teure Multirolle kaufen, aber die war mir dann zu teuer. Da habe ich gesagt, nee, keinen Bock, nur für 3 Tage Maske an, kaufe ich mir keine Multirolle. Ja. Das Beste war, dass Victor eben kaum ist er im Laden, wollte er schon den ersten Frosch klauen, weil er einfach so Frosch und den dann so Gedanken verloren in seinen Rucksack stecken. Ohne Spaß, weil die ganze Zeit immer am Packen sind und das Tackle von hier nach da, einfach das Tackle genommen und immer, naja. Passt auf eure Sachen auf, wenn ihr mit dem Typen seid. Letztens hat er wieder eine Polbrille mitgehen lassen, aus Versehen. Ja, aber was kostet denn? Kostet halt nichts. Aber die sagen genauso wie meine, ganz ehrlich, sorry. Tut mir leid, dann soll er mir nicht gehen. Passt auf eure Sachen auf, der hat immer lange Finger, der Typ. Ganz schlimm. Alter, was läuft denn hier? Ist das möglicherweise, ich gehe an? Hubert ist das mitten in Montreal. Und zack. Ein schöner Dorsch. Das war nicht abgesprochen jetzt so. Nee, war echt nicht abgesprochen. Ein riesen Monsterteil, Leute. From a local, right? Yeah, exactly. A local, Quebec guy. So he do everything from A to Z. The molding, the eyes, the lip, then all the paint is done manually with a spray paint, and finally with the epoxy coating to maintain the lure and the paint forever, basically, you know, because it's there's a decent coat, you know. It's not like you can feel the difference with the regular high volume manufacturing lure. You feel the difference in quality when you pay it. You feel the difference as well, because the price is for sure a little different. How much is it? So this one is around $160 Canadian dollars. $160 Canadian, and there's some smaller which are more used. You know, this one is really huge. Usually we use some other which are smaller. I can show you, and they're around $115 Canadian. So it's $115. That's the Perchosaurus for one shot taco, and we're actually really proud to have them on the store. So, Leute, jetzt offizielle Maski-Teamangler für Isoko. Für Isoko, richtig. Das ist der Bescheid. Ciao, Kamoteckel. Welcome. Hallo, Isoko. Genau, wir haben jetzt schon angekauft hier alles.
Die sind voll nett und haben dir noch die Schnur geschenkt. Super Typen, richtig coole Typen. Ja, und wir haben Date on Monday mit dem Boss auf jeden Fall. Wir angeln, dürfen wir das glaube ich nicht sagen. Irgendwo, oder? Ah, irgendwo hier, Leute. Nebenan, die gestern schon so die ganze Zeit aus ihrem, als ich rauskam, aus ihrer Gardine geguckt habe. Und so eine Leute hasse ich, Leute. Wenn ihr so eine Leute seid, ich wünsche euch danke. Oh. Hast du das wirklich gesagt? Okay, Leute, also, kleine Zusammenfassung. Todesfrüh, wir sind hier in einem Trailerpark, richtig geil. Eigentlich direkt am Wasser. Fahren jetzt auch noch mal eine Stunde zu einem kleinen Fluss. Dort treffen wir uns mit Francis und seinem Kumpel, ist ein Fliegenfischer. Und dann werden wir wartend auf Muskie in einem ganz kleinen Fluss angeln. Da bin ich mal gespannt, wie das, also sehr flach sein, wie breit und so, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird das, glaube ich, ein Erlebnis, gerade für uns, die... Keine Warthosen dabei habe ich. Na, du kannst meine haben, wenn du willst. Nee, ich will Red Wading machen. Ich mache Red Wading. Man kann es drehen, wenn man will, ja? Dieses frühe Aufstehen. Tut immer weh. Also man muss irgendwie sich da, ich weiß nicht, ob es da einen Trick gibt, Leute, schreibt man in die Kommentare, dass man so, wenn man früh aufwacht, dass es nicht weh tut. Wenn man so aus dem Tiefschlaf gerissen wird, so richtig komplett so bam und so. Ob es irgendeine Möglichkeit gibt, so einfach aufzuwachen, 5 Minuten vorm Wecker, außer jetzt natürlich 5 Milliarden Stunden vorher ins Bett zu gehen, um dann mitten in der Nacht aufzuwachen. Egal, ich will gar nicht rumheulen, wir freuen uns jetzt auf dieses Angeln. Da. Ah, ich sehe schon Warthosen da auf dem Dings liegen. Er sieht aber cool aus, muss ich ja sagen. Er ist ein Effektiv. Good morning. Good morning, Victor. How are you guys? Good. Tired? Tired. As much tired as we are. I went for a small drink yesterday. Hi. A small big drink. A small big drink? Yeah. Yeah, sorry guys, we are always late. Yeah, the water is really, really, really low, but we need to like in very specific places that he knows we make some casts and see what happens, and if not we can go a little bit further up, which is a little bit more water. We saw already one guy that he knows that had like a big box of musky lures and stuff. And, uh-huh. So we kill him. Yes, exactly. Alright. Let's go fishing. You do it. Okay. Are you ready, guys? Yeah, let's go fishing. Jean-Philippe. Yes. What's the plan? We'll go just down the waterfall. Yeah. We'll try some casts right there. I know a spot there. Musky lurking sometimes, it's right there. Yeah. Too long, if not we'll go to another place. Wir gehen jetzt mal zu dem Wasserfall, habt ihr gehört? Er ist ein Fliegenfischer, quasi fly fishing only. Wie Simon, wie Ole, also ein richtiger Fanatiker und finde ich aber auch geil, muss ich sagen, dass er mit der Fliege die fängt, weil wenn er mit der Fliege die fängt, dann fangen wir die ja mit unseren Spinnenködern erst recht. I told if he is able to catch a musky on the fly, uh-huh, it must be so easy for us to catch it with a lure, right? Yeah, I would guess so. This spot is pressured. There's lots of people that come here. It's an urban spot in the middle of the city. Tiny river, easy to walk and fish. So every muskie we will see have seen lures before. Like, they all know what a lure is. But it's nice that you have something that people here don't use to try to make it happen. From Germany. From Germany. Yeah, yeah. From Europe. Then cast along the waterfall. Yeah. And especially in that little corner. Yeah. Sometimes there are musky hanging there. I didn't saw them on the other side, so try to do cast along the waterfall. Okay, Leute, erster Boot. Bin echt gespannt. Erstmal auf Musky.
cut? What? First cut, next bump. Why did it cut? I don't know. Maybe my nose wasn't very good. Okay, Leute. Erster Wurf, Hänger, Abriss. Ein Auto sprinten. War schon wichtig, dass wir uns um 7 Uhr getroffen haben am Spot. Sonst wären wir wahrscheinlich jetzt hier wirklich erst mittags zum ersten Wurf gekommen. Okay, Leute, also der erste Spot sah geil aus, aber kein Gefangen. Ein abgerissen, riesigen Maski abgerissen. Nein, Spaß, war nur ein Hänger. Und jetzt fahren wir aber zu dem anderen Spot, was einer der besseren Spots sein soll. Wasser vom Fluss ist sehr niedrig, deswegen sehr schwierig zu angeln. David macht die Sache auch nicht leichter, weil er will natürlich den Fangerfolg extrem steigern, aber er hat im Auto geschlafen, weil er extrem müde ist. Ich steige ein, wenn die dann die 30 Fische irgendwann beißen. Die Fische, die er fangen möchte, müssen hier mit dem Rücken rausgucken. Danke, danke, er kennt mich halt. Okay, Leute, neuer Spot, neues Glück. Ich höre schon wieder etwas Rauschen. Man sagt ja eigentlich, Maski war Fisch der 10.000 Würfe. Kein Spaß, Leute. Wenn ihr also Meerforellenangler seid und wisst, was der Fisch der 1.000 Würfe bedeutet, dann wisst ihr also, was Fisch der 10.000 Würfe ist. Aber wir geben alles. We can try like few casts in that pool. Doesn't work, we'll go downstream. Oh. This is very similar to like the salmon river we wanted to go. Yeah. It's like this, just rock and very little water and you have salmons everywhere. Schon allein das zu sehen, ist schon irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Also neben Pool, Leute, sind Bass drinnen. Leute, das ist ein 45-inch Musky. Wow, nice picture, nice video. Das war genau dort, Leute. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Das wäre natürlich geil. Ich kenne mich halt noch nicht aus, wie dicht kann man rangehen. Spukt man die, muss man die überwerfen, langsam kurbeln, schnell kurbeln. Muss man sich erstmal so einfuchsen ein bisschen. Weil normalerweise kann es sein, dass man die ja ein bisschen schneller kurbelt, aber hier ist schnell kurbeln überhaupt nicht möglich, weil dann wäre der Köder nur, sagen wir mal, eine halbe Sekunde im Wasser. Weil man hat immer nur einen ganz kleinen Pool. And can you see it? Yeah? No, there's a bass. Okay, can you catch it? No, I don't mind. Here's one. This is a bass? I think so. This one? It's very big. It's very, very big. It's a musky, right? Okay, get it. Yeah, that's a musky right there. Alter, krass. Aber er hat nicht mal geguckt, Leute. Alter, ein Riesenteil vor uns. Ein Riesenteil, Leute. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. That's the same one probably. No, it's a little bit smaller. But... Wow. Alter, der Rücken, Leute. But he's not interested at all, right? Okay, Leute, auf meinen hat nicht gebissen. Ich habe keinen anderen da. Aber der steht genau da, Alter. Direkt am Mund vorbeigeführt, kein Interesse. Alter, wie krass. Ja? She's watching? Ah, no. Komm los, beiß doch mal. Ich habe jetzt mal einen kleinen Frosch durchgezogen. Aber wahrscheinlich ist er jetzt gespookt, Leute. Nice. It's nice to see anyway. Aha. It's my first muskie I've seen in life. Oh ja? Yeah? Ja. Yeah. But he's spooked. He knows we are there. Last try. Not interested. Okay. He has won. Huh? He has won. Okay, Leute, das war krass. Also der war, müsst ihr euch mal vorstellen, da ist der Stein und der war in diesem kleinen Bereich. Und da ist er schon irgendwie seit 2-3 Wochen offensichtlich, weil er hat ihn ja gefilmt. Und das war geil. Also der ist ja ein bisschen rumgekruist. Ich habe mal von vorne gesehen, von der Seite hat er mal sein Maul so aufgemacht. So, wow. Also geil. Das war mein erster Maske, den ich jemals gesehen habe, in echt, in live. Nicht gebissen, aber ist egal.
war trotzdem schon mal ein geiles Erlebnis, dass die hier in diesem flachen Fluss, ja, so ein 5, wirklich ganz flach, 10 cm oder 20 cm maximal, dass die hier rumcruisen und chillen. Also wenn man hier einen fängt, dann explodiert das Wasser, glaube ich. Leute, das war ja kacke. Zwei direkt vor mir gespookt hier. Zwei Stück. Ich war jetzt einer, ist weggeschoben, dann kam der zweite hinterher. Also kacke. Naja, egal. Okay, Leute, da vorne ist ein kleiner Wasserfall. Da ist ein Dings und da ist noch so wie so ein kleiner Pool wieder. Also nicht deep, aber da verstecken sie sich auch, weil die haben ja hier nicht so viele Möglichkeiten. Jetzt kommt der beste Pool. Da, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Der ist relativ groß, jetzt auch nicht besonders tief, aber da ist so ein bisschen ruhigeres Wasser. Und ich denke, dass das quasi einer jetzt der, ich weiß nicht, letzten Chancen sein wird hier in dem Fluss, weil er so wenig Wasser hat, dass so wenig Stellen sind. Ist die Frage, ob die dann da drinnen sind, die Fische, und nicht beißen, so wie die andere. Oder ob die einfach abgewandert sind Richtung halt großer Fluss oder See, wo der reinfließt. Weil normalerweise die jetzt zu dieser Zeit hier hochziehen, wieder um zu fressen. Und diese kleinen irgendwelche Fische brüten hier und sie wollen die fressen. Okay Leute, wir haben uns jetzt entschieden, den Fluss zu verlassen. Er ist zu flach, zu wenig Wasser. Wir haben auch keine gesehen, als wir dann durch die Pools gelaufen sind, außer diesen einen dort vorne. Da gehen wir nochmal hin jetzt. Obwohl da jetzt schon ein Vater mit seinen beiden Kindern durchgerannt ist. Wahrscheinlich ist er jetzt nicht mehr da, aber ne, gucken kann man ja mal. Dann fahren wir nochmal zu einem anderen Wasserfall, also quasi so einen kleinen Damm, wo es ein bisschen tiefer ist und da kriegen wir vielleicht nochmal einen. Aber ich sag mal, das Erlebnis an sich, hier lang zu watschen, in so einem kleinen Fluss und dass da überhaupt so ein riesen Viech drin steht, das ist schon erstaunlich, wenn nicht sogar sehr erstaunlich. Okay Leute, jetzt geht es an einen ganz wilden Spot. Mal aufpassen hier, ist ein bisschen Klettern angesagt. Okay, schaffst du es? Siehst du den Spot? Okay Leute, das sieht hier auf jeden Fall tiefer schon mal aus. Das ist the same river, ja? Ja, yeah, same river. Upstream oder downstream? Downstream. Ah, okay. So it's a big pool before they go in the rapids. Mm-hmm. Hast du einen? Der hat einen, jawoll! Du hast einen, komm, hol ihn raus. Ist er noch dran? Okay. Und? Hast du schon gesehen? Ach, es ist ein stark kämpfender Fisch. Es ist ein Smolly. Ein Smolly. Das gibt's ja gar nicht. Auf diesen riesigen Köder, auf den, keine Ahnung wie viel Inch Creecore, aus der Better Fishing Box. Ja. Könntest du den nochmal genau so laufen lassen? Unter den Baum nach hinten? Nein, ich meine mit einem Drilling im Rücken? Nein, Spaß. Verboten hier auch. Da ist er, Leute. Wow. Herrlich. Krass. Die ist schön, oder? Big ja. Bait. Oh, they look so nice. Yeah, big bait, man. Wow. Look at the size of the mouth compared to the size of the bait. Nice. Hat man den Köder? So, Victors Empfehlung aus der Better Fishing Box. Habe ich auf Victors Pferd gesetzt und direkt ja. Ja. Ein Esel gefangen. Richtig. Okay Leute, wir sind hier an dem neuen Spot jetzt. Und we are drinking tomato juice with beer, right? Cheers. Also Tomatensaft mit Bier. Und warum? Weil ich glaube, David, ach da bist du ja. Ich glaube, Bier trinken auf der Straße hier verboten. Aber Tomatensaft mit Bier trinken ist erlaubt, oder? Richtig. So it's no fine when tomato juice is inside maybe, the beer, right? Maybe not. Oder? Ich bin Tourist, ich kann kein Englisch. Ich verstehe ja auch nur Spanisch. Also insofern, ich denke mal, dass wir auch hier einfach Uferbetretungsrecht haben. Ja. UPR. UPR. Uferbetretungsrecht.
beer have you? You are alcoholic. Also Leute, wir haben alles versucht, trotz der Bedingungen jetzt hier an dem Fluss, da ist nichts rauszuholen. Wir haben eingesehen, fand ich schon geil, hat eigentlich fast schon gereicht. Weil ich weiß, man muss noch ungefähr 9000 Würfe machen, also noch mehr als 9970 ungefähr noch, bis man empfängt. Aber wir haben noch ein paar Chancen, das heißt, David, ja? Wir fahren jetzt nach Hause. Wir müssen jetzt noch 2 Stunden zurückfahren, wir werden noch mal ein schönes kleines Mittagsschläfchen helfen. Was hältst du davon? Ja. Jean-Philippe. Merci bien. No problem, buddy. Au revoir, merci beaucoup. Yes, cooler Typ, Alter, muss man echt sagen. Alter. Ja. Netter Gastgeber, schön. Muss man wirklich sagen. Wir haben ja fast gefangen. Wir haben ja gefangen und wir hätten sogar ohne weiteres einen riesen Fisch fangen können. Richtig. Und er hat uns eine geile Location verraten, wo er Urlaub hinfährt und wo wir auch hinfahren. Stimmt. Und das ist eigentlich fast noch mehr wert. Genau, Geheimtipp. Geheimtipp. Okay. See you. Bye. Okay. Bye. Have a nice day. Drive carefully, ja? Yeah? Yes. You know why. So. Hi guys. Hi. Hello. Da sind sie. Willkommen. How are you? Fine. Good. And you? Yes, really good. Okay Leute, also es geht weiter mit unserer Musky-Mission. Wir haben ja jetzt, glaube ich, einmal vom Ufer aus geangelt. Wir haben uns vorbereitet. Wir waren im Club der Musky-Angler. Wir waren im Angelladen, haben sozusagen alles, was wir benötigen. Und wir haben die krassesten Typen jetzt kennengelernt. Und jetzt geht es aber auch endlich mit einem richtig geilen Boot auf den krassen See hinaus, sagt man das so, wo es auch richtige Muskis gibt. Auf jeden Fall wird das Boot jetzt rangehangen, dann fahren wir zum See, wird geslippt und dann wird geschmissen, Alter. Dann werden die Quarter Pounder durch die Luft gefeuert. Wie, du angelst nur Quarter Pounder? Oh Gott. Nicht? Das kannst du vergessen, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. Half Pounder? Nur Pounder. Pounder? Ja klar, bis okay. Zu 2 Pound. Lass uns ein Kilo schmeißen. Gibt's sowas? Wahrscheinlich. Noch die Maske gefangen, Fisch der 10.000 Würfe. 30 habe ich schon weg, du hast 5 schon weg. Also denke ich, wird es heute klappen. Hi guys! Aber was ich noch mal sagen wollte, das Geile ist, dass sie genauso cool sind wie wir. Ja. Weil der erste Plan war 5.45 Uhr. Nach dem Tag, wo wir schon davor um 6 Uhr aufgestanden sind. Und wir so, ja, alles klar. Er meint, es könnte aber sich auch verzögern. Wir haben gesagt, ey, kein Problem. Und selbst wenn es Mittag ist. Und er so, alles klar, verstanden. Wir treffen uns um 1. Und dann am Ende wurde es doch 13.45 Uhr. Ja. Weil die Herren haben noch ein kleines Glas Rotwein getrunken und ein bisschen Käseverkostung gemacht. Nicht so schlimm. Also wir sind diesmal nicht schuld. Wir waren pünktlich, das erste Mal. Door. Also Fisherman? Oh, yeah, thank you. Yeah, he's disappointed he cannot come. Yeah, oh, no. Out of the come. No, that's it. We'll try this weekend. Yeah. Yeah. As you can see it on YouTube anyway. Yeah, for sure. Yeah. Good luck with the muskies. Thank Hopefully you. Hopefully they're gonna bite. You gotta keep on hammering and you'll get them. Okay. Also, David. Good luck. Keep on hammering. He already caught a muskie bigger than anyone else here. Really? Yeah. He's the boss, yeah? You're the boss? Because when we go fishing with him, he's always the first to get the first fish, you know? But sometimes we only get one fish in a day. Oh, so he always get the first one, so sometimes he gets the only one, you know? Ja, nicht schlecht. Also alle sind sozusagen zuversichtlich, dass wir was fangen. Okay Leute, ihr könnt ja jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob ihr euch entfangen. Alle sagen ja, ja. Ich bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich kenne ja den Fisch nicht, aber Fisch, der 10.000 Würfe, klingt für mich nach einem Fisch, der nicht unbedingt nach einem Tag rangeht. Ich habe ja nicht gesagt, dass einer von uns beiden den fängt, aber wir sind ja mit den beiden Oberbossen hier. Die Chance, ich könnte es mir schon vorstellen. Stimmt, wir haben ja 4-fache Chance. Hopefully we're gonna be able to get this today for our German friends. Das von gestern, Leute. From yesterday, right? Yeah, from yesterday. Yeah. 2 really huge fish from Good Friend of Us. Yeah. So hopefully the chance with with us. We have a good moon. We have a beautiful day. Good company. Yeah. A nice drink. And good karma. And good karma. Was important. Yeah. We have water also. Water for good karma. Schöne T-Shirt hast du an auf jeden Fall. Danke. Seid ihr alle bereit? Kann losgehen. So. Hast du überhaupt einen Führerschein, um diese Mütze tragen zu dürfen? Achso, die Kapitänsmütze. Ja. Ja, das ist selbstverständlich. Ich bin Sportbootführerschein-Inhaber. See. See sogar. Okay Leute, wir sind da an der Bootsrampe, die übrigens frei ist, hier in Kanada, nicht überall. Wird auch immer weniger, meinten sie, weil immer viel Lärm, viel Wassersportler und so weiter. Deswegen. Aber cool, dass sowas überhaupt noch gibt. Ich glaube, bei uns in der Nähe in Berlin
Nichts. Findest nichts. Also einfach, selbst wenn man bezahlen wollen würde, unmöglich. Also ich bin jetzt schon langsam so, wa? Steigt so ein bisschen so die, sag mal, nicht Aufregung, würde ich nicht sagen, die Überraschung. Also die, sag mal, diese Neugierde. Ja, das wird so cool. Wie es jetzt sein wird, mit allem. Mit diesen Ködern, mit den Anglern, mit den Maski-Anglern, mit dem See, mit dem Boot und. Also geil. Geiles Boot, wa? Sieht fast aus wie ein Pike Hunter. Wie geil, oder? Ja. Okay, Leute, es geht los. Wir haben ein richtig geiles Boot. 150 PS, ist klar. Zwei fette Echolote, zwei absolut krasse Angler. Vier, die beiden sind ja auch mit dabei. Ich bin mal gespannt, ob unsere deutschen Köder, ob die hier auch was rauspulen können. Kennen die ja noch nicht, wa? Let's go, guys! Nice! Yes! Leute, jetzt zieht euch mal diese Route hier rein. Da gibt es sogar einen Griff zum Festhalten. Den schrauben wir jetzt ab, diesen Griff. So was gibt es hier nicht an Bord. Richtig. Neumodischen Kram. Hier wird vernünftig geangelt, ja? So wie in Utah alte Zeit. Ja, richtig. Genau. Drei Echolote ist okay, aber eins mehr auf keinen Fall. Jetzt sind wir hier an einem Damm, Leute. Weißt du, woran mich das erinnert? Dich wahrscheinlich auch. Ja, an eine gewisse Zone. Ja. Leute, wir sind hier in der La-Zona. Nur halt auch in Kanada. Ja, wir sind's, richtig. Genau, wir sind's. What kind of place is it? So this one is a dam. It's a dam of Carillon. Carillon, so we are here technically on the Ottawa River. Mm-hmm. So as you could bet on a lot of dam, there's a big ecosystem. There's some oxygenated water over there. So that's why there's a pretty active ecosystem. And there's some pretty nice muskie, you know, hiding to try to eat. Mm-hmm. So we'll try to see if they're interested in our baits. What is very difficult here is that it doesn't seem, but you can have a deep hole of 20 feet or if not more, and just after you have 1 feet, one or 2 feet of water. Yeah, so you can be extremely surprised. The map is really important and to drive perfectly, because you can for sure break the boat and anyway, it's the structure of this place make it nice, you know, for predator fishing. Yeah. Okay, Leute, gute Frage, was man jetzt nehmen soll. Wir sind da, man soll ja große Köder, das ist so das Größte, was ich gefunden habe, mit dem hier zusammen. Weiß ich noch nicht, ob ich darauf Bock habe. Ich fange jetzt erstmal hier mit einem 40er an. 45er. Und ganz ehrlich, danach versuche ich mal einen ganz kleinen. Den kennt ihr hier nämlich nicht. Oder? So schlau, ja. Ja, probier's auch. Das sieht schon alles sehr grob aus, Leute. Wow. Da kann ich jetzt mit meinem kleinen Gerät, mit meinem kleinen Wälzgerät nicht mithalten. What is it? A chatterbait? Big chatterbait. Yeah. For big muskies. And how often do you do the eight, the figure eight? You have to do it each cast, because you never know. And most of the time muskie want to follow and do not eat your baits at first. Mm-hmm. When the water is dark, as it is here, you never know. This can be a muskie that could be just following the bait, just behind or just below it, you know? Uh-huh. So you have to make a few turns and just look around, just look behind your bait if there is no fish interested, and then go cast again. Hast du es schon mal gemacht, David? Ja. Ja? Letzte Woche am Forellenbach. Ich meine, mit so einem schweren Gerät und alles warm und nein, so. Nein. So geworfen? Noch nie. Aber ich probiere es mal aus nachher. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Jetzt, wo ich sehe, habe ich ein bisschen Respekt. Ich will jetzt nicht sagen, es ist Thunfischangeln, aber es schon so geht in die Richtung, ne? So sieht ein doppelt und dreifach abgesicherter Snap aus. Der kann nicht aufgehen. Ja. No. Okay, Leute, erster Wurf. War das jetzt? Jetzt kommt gleich meine erste 8. Mal sehen, ob ich mich anstelle, ob die mich auslachen.
So. Kutenspitze ins Wasser. Mach ich so einen Krach hier, sag mal. April kommt mir hier. Ich die. Ja, ach. Ey, ganz ehrlich, das könnte ich die ganze Zeit so machen. Das macht viel mehr Spaß, als dieses Auswerfen immer. Also Schall unter Wasser scheint für die gut zu sein. David hat seinen dritten Hänger jetzt mittlerweile. Ich hab ein Stück Kanada am Haken. Schon wieder. Ich dachte, es ist relativ schwer, Kanada zu fangen, weil Kanada meistens Kanada ist. Ja, ich hab's trotzdem geschafft. Ja, wegen David kommt man nicht so richtig zum Angeln hier. Man kommt nicht so in den Flow, weil immer Hänger wieder hinfahren. Aber da hat er auch gleich gesagt, er ist gewohnt, mit Kindern zu angeln, deswegen kein Problem. Und ihr seht, Leute, wie flach das hier ist. Ein halber Meter und richtige Rocks hier, Alter. Boah. Und hier ziehen wir rüber. Aber ist ja klar, dass die hier stehen, wa? Vielleicht sollten wir lieber hier auf Zander oder Barsch angeln. Sagen wir den gleich mal, wa? So, schön dreifachen Lutz hier nochmal. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal das Vorfach gewechselt. Kürzer. Weil man nämlich die 8 machen wollte, ist irgendwie eine 9 draus geworden. Ich kann mal leise sein, bitte, danke. Und deswegen ja, muss man es kürzer machen tatsächlich. Scheint ihnen ja auch scheißegal zu sein wahrscheinlich. Aber vielleicht auch nicht. Bis jetzt sehe ich keinen Unterschied. Leute, woran erinnert euch das? David, woran erinnert sich das hier? Das ist an einer Riesentube. Hast du schon mal das Wort BBC gehört? Ja. Ja? Ja. Ich glaube, ich habe hier gerade einen Biss. Nee, doch nicht. An der Oberfläche, meinst du? Da war so ein Stück unter der Oberfläche, so einen kleinen Tock. Guck mal, Leute, das ist ein richtiger, wie eine Knarre hält er die. Halt in Amerika, ne? Da muss alles so ein bisschen wie eine Knarre aussehen. Richtig. Nein, Spaß. Es ist besser für die Gelenke, das so zu halten. Weil es natürlich monstermäßig nach dem Tag Halbpfünder werfen. Guck mal, wie akkurat er das macht. Das verzögert die Sehnscheidenentzündung um 3 Monate. Ja. Leute, das ist übrigens eine Köderbox von Maski an. Ich dachte mich, was ist in diesem riesigen Koffer drin? Also einfach nur eine Tacklebox. Okay, jetzt am ersten Spot ging jetzt so nichts. Ich meine, David hat immerhin so 3, 4, 5 Hänger gehabt. Ja. Und jetzt trawlen wir zu einem anderen Platz, wo wir dann weiterschmeißen. Aber ich zeige euch mal, wie hier getrawlt wird. Ich dachte, das ist ein Spaß, ja? Als ich vorhin gesagt habe, ich kann ja direkt in dem Boot dann hier trawlen. Die machen genau das. 1 Meter hinterm Boot. Die Route wird so ins Wasser geschleudert. Und das Ding ist einfach mal 1,5 Meter dahinter im Wasser. Wahnsinn, oder? Seht ihr das? Also wenn da einer raufschießt, da ist ja wirklich Panik. Und ich frage mich mal, warum die so panisch sind, aber das Ding ist dann halt schon fast im Boot. Komm. That's what's a musky box and that's what it is to be tough. Built in the US, sturdy as hell. Oh, one is damaged. So what is better, trolling or casting to catch? Both. Yeah, same? Yeah. Same chance? While trolling, your bait is all the time in the water, 100% of the time. While casting, sometimes it's not in the water. So I would say the most of the time your bait is in the water, the most chance you have to get a fish. But and are you going with the boat also in 8? I'm trying to follow the contour of the map. We're trying to hit the edge between the really deep water to the shallow water. So we stay on this line close to the edge. Now trying to stay around 10-12 feet. So between 3 and 4 meters, something like that. So we follow the point, follow all the contours on the map, and trying to find a spot where a muskie could hide and get our baits on their way. Also ist schon sehr grob alles hier. Also Routenhalter, Routen, Rollen, Schnur, es muss alles wirklich... Junge, also Welsangeln ist ja nichts dagegen, wa? Aber es gibt eine gute Sache. Ich dachte ja wirklich, dass er jetzt mit dem Boot die ganze Zeit so auf der Stelle so eine 8 fährt. Da wären wir auf jeden Fall seekrank geworden. Also das muss ich sagen, ist gut, dass es nicht so ist, oder? Okay, Leute, die Trolling-Routen werden reingeholt. Das bedeutet, wir werden jetzt weiter schmeißen. Die Sonne wird tiefer und tiefer und tiefer. Und bei den Fischen jetzt, also ich glaube, bei Maski ist auch so, abends besser als mittags, oder?
abends ist besser als rauchen. Genau. Also es wird jetzt immer besser werden. Weiß man ja sonst nicht. Bei Bess ja andersrum, ne? Da ist ja so sehr warm sein. Hier muss es, glaube ich, eher auch so ein bisschen dunkler sein. The wheat beds now. There's a river coming in, and there's a lot of submarine big wheat beds where the muskie can be hidden, waiting for a nice prey. So we're gonna try, you know, to cover this this wheat area with shadow lures or shadow swim baits, shadow chatterbait as well. You know, we're gonna reel some chatterbait. Hopefully, it's gonna be good. And if we can even throw some big bucktails, it would be a good idea. So we're gonna divide and conquer. All let's right. go. All right. As your little son said, let's hammering. Oh yeah. Und warum hat er nicht gesessen? Weil ich mich angehauen hat. Boah, da ist er. Yes. Oh no, it's gone. Oh. Fuck off. What was it? Have you seen it? Yeah, is it a pike or a muskie? Not sure, but it was really clear, so it could have been a small muskie. It was a pike. I think it was a muskie. I think it was a muskie. Too. It was a... Yeah, because it was huge. Really... It was very bright color. Scheiße, ey. Es war wirklich ein Muskie, Leute. Ich habe meine erste Muskie-Attacke gehabt. Und er hat mich gehangen. War bestimmt ein 80er. Alter, was ist denn jetzt los? Can we get the line? My line was is cut. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Mittendrin, Alter? Also entweder ist die Route scheiße, das werde ich gleich nochmal kontrollieren. Mittendrin, Junge. Einfach nur so, bam. Schon davor, ich hätte da jetzt den Maske meines Lebens drauf gehabt. Oh, look, that's the thing. I had it perfect. Yeah. Nee. Warum hast du... Ah, fuck, me too. You missed it? Yeah, fuck off, why? Alter, wenn das Ding über mich rüberfliegt, dann kriege ich erstmal eine richtig schöne Fontäne Wasser ab. Ja, really? Hat er? Okay, er hat einen. Er hat einen, jawohl, Leute, der erste Fisch, den wir hier sehen. Der erste kanadische. What is it? Pike? Ja. Guck mal, Leute, das ist ein Kanadier. Are you okay? Yes, I am. Fischte but it was close to be not okay. Ich würde mir gerne helfen, aber macht man nicht, ne? Ja. Small Canadian Pike. Leute, so sieht ein kanadischer Hecht aus. Und der sieht original aus wie ein European Pike. Yeah. It's original the same Pike. Yeah, really same, exact same species. Yeah. Are, you can leave, buddy. We do this usually. Yeah? To give a little bit of slime. Okay, Leute, das war der erste Fisch. Muss ich ja mal sagen. Da bin ich froh, dass ich den nicht gefangen habe. Ja. Weil den kann ich auch zu Hause fangen. Es ist geil, mal gesehen zu haben, dass die hier genauso aussehen. Manchmal, ich meine, der Zander sieht ja auch anders aus. Und Leute, ihr habt es ja mitbekommen, hoffentlich auf der GoPro, ich hatte meinen ersten Muskie drauf. Und der hat kurz vom Boot gebissen und Julien hat gesagt, es war hundertprozentig ein Muskie, er war nämlich richtig hell. Also ist es vorstellen, Muskie ist quasi hell mit dunklen Punkten und ein Hecht ist dunkel mit hellen Punkten. Dann gibt es noch Mischlinge, die sehen dann so wie so Tiger aus. So, und meiner war aber original. Sozusagen Ureinwohner-Maski, hundertprozentig. Nicht riesig, aber so ein 80er. David will ihn kleiner machen, als er ist, aber ist ja immer so bei den Anglern. Der eine sagt die Wahrheit, der andere macht ihn kleiner. Oder umgekehrt. Okay, Leute, also die Sonne geht gleich unter. Das heißt, jetzt ist der allerletzte Spot gekommen. Der ist aber nochmal gut. Eigentlich wollten wir da, wo die beiden Kajakfahrer stehen, aber die haben uns den quasi jetzt geklaut. Ich habe ja gesagt, fahr einfach mittendrin durch. Also das wollten sie nicht, sind halt doch nett hier alle, ne? Genau. Okay, David, also, los. Letzter Spot. Keep on casting.
Nee, das Auslassen, ja, das Kurbeln ist ein bisschen schwierig. Ja? Jetzt sind 6 Unzen Spinner, Chatterbait dran, also so 150 Gramm. Aber ich muss sagen, es geht jetzt wirklich. Ja? Ich meine, hey. Ich finde, du bräuchst noch so ein Dings, so ein Pistolengriff. Alter, was für ein Maschinenkuder. It's heavy, but it's not that big. That's almost 10 foot cross. Pretty easy. Call me. So yeah. He said, okay, I gotta get it because maybe it's my... Where do I need to cast? He was just there. Alter, Leute, in deinem letzten Tageslicht gab es einen Follower. How big was it? Yeah. Ja! Nein! No way! I can't believe it. Alter! I can't believe it. Ja! Ich hab's gesehen, das war so geil. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht! Geil! Hol ihn raus! Er sagt noch. Alter! Ey! Junge! A good one! Also, Alter, Leute, ist der erste. Oh, wow. Alter! Junge! Stimmt. Junge, no way! Und? Ich hab noch die Alter! Oh! Oh. Go, go, go! Oh. Ein echter Maskelon. Und? Ja. Dieser Zeit! Yes, sir! That's a good one! Yeah, we got it! Leute! Yeah! Boom! Den hat er so geil gemacht. So, er ist ein Fuchs. Also, da war er. Das war so geil. Und ich so, muss ich hinwerfen? Zack, wo? Und er so, oh, yeah, he was so, man, direkt hier. Und in dem Moment, bam, Alter, bam. Good karma. Good karma, good pipi. Yes. Good pipi. Victor hat nämlich gerade pipi gemacht und meinte, warte mal ab, jetzt geht's gleich los. Alter. It's hot. Unglaublich. Ich hab dann schon was gepickt, so gepickt. Pick, pick. Also ich muss sagen, ey, ich bin richtig froh, dass wir überhaupt jetzt ein Ding sehen. Ich hätte mich gar nicht mehr damit gerechnet. Es war, alle waren schon so in Aufbruchstimmung, ehrlich gesagt. Alter. Je vois rien. Das ist eine richtige Maschine, Alter. Also ihr müsst Folgendes wissen. Vorhin hat Julien gepisst. In dem Moment kam der Biss bei ihm, der kleine Hecht. Genau. So, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt pullern. Und seitdem hat keiner einmal gepullert, obwohl wir Bier getrunken haben ohne Ende. Da habe ich gesagt, okay Leute, er macht jetzt seinen letzten Wurf, ich schwöre es, und ich werde ins Wasser pissen. Und was passiert? In dem Moment kriegt er einen Follower, macht noch einen Wurf und das Ding hängt auch noch. Ich glaube es einfach nicht. Can we take it for the barbecue as well? Sorry? For the barbecue? As a little meatballs. Ah! No? Yeah, but why are they laughing? Usually we just keep the tail, you know, and the fin. Perfect. And we throw the rest. Great minds think alike. Ich glaub's nicht. Im letzten Tageslicht. Come here, big mama. No. 47 inches. I call it. Whoa! Alter. Okay, jetzt mal wieder kurz messen. Ja. 44. Wie viel? Wow, 1,15. 15. Can you hold it? Ja. Wow. Wow. Jesus. It's a monster. Monster. Nice. They look so cool. Wow. 43 inches of pure power. 44. You got it. Nice. We're gonna release it. Junge. Alter. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video so hoch rüberkommt, aber es ist eine Maschine. Ja. Es ist eine Maschine. Ja, sieht man. Leaving? Ja. Oh, was für ein krasses Monster. Really good. Well done. Nice job. Very good. It was very, very good. Just want to clean my, you know. Man muss ja wirklich sagen, normalerweise fangen wir immer die größten, aber diesmal. Das auch, ja. Da sagt man sich ja, ach, schade, dass man den selber nicht gefangen hat. Aber er hat ihn einfach so krass, es war einfach so chillig, wie er auch geangelt hat die ganze Zeit. Überhaupt nicht übertrieben, hat erst mal eine halbe Stunde später angefangen. Dann, ne?
Ja, er ist cool. Ganz chillig, relax. Also er ist wirklich richtig cool. Ja. Wirklich sein. Oder? Ja. Mega. Ich bin auch beeindruckt. Ja. Vor allem, da hat er gesagt, ach, da war einer. Okay, dann werde ich dann nochmal hin. Macht ganz in Ruhe Sinn. Ach, und noch, ja, da war er weiter. So geil, ey. Okay, Leute, ich würde ja mal sagen, das war krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Noch da. Man könnte denken, es wird nicht mehr besser, aber es wird noch besser. Warum? Jetzt haben wir den Grill angeschmissen. Wir haben den Grill angeschmissen, Leute. Das ist ja ein geiler Grill. Die genau den gleichen haben. Genau, zwei. Ein links, ein rechts. Du hast gerade noch gefragt, ne? Hat er wahrscheinlich gehört. Wollt mir nicht zum Italiener? Ja, genau. Jungs, wir haben eigentlich um 8. einen Termin mit unserem Stamm-Italiener. Wir müssen jetzt langsam los, wir haben die ewig Zeit. Zack, hat er das Ding angemacht. Mega. Ja, richtig geil. Ja. Aber ihr wundert euch, warum wir jetzt noch quasi da sind, weil es ist Vollmond und Vollmond soll super sein, übrigens für große Maski auch, tatsächlich. Und Maski im Gegensatz zum Pike, also Pike heißt ja auch manchmal in der Nacht. Paschki, ne? Mike, ja. Mike, genau. Aber Maski ist auf jeden Fall auch ein Nachtfisch. Was gibt's denn Leckeres heute? Frau Schenkel? Irgendwas Geiles. Backkäse. Germont. Nein. Ich glaube, you know, Hotdog. Géramont cheese. Do you know the cheese? Géramont. Géramont? No, I don't. No? No, unfortunately, c'est bon, c'est bon. Géramont, Géramont. Ah, yeah. In Germany, never it's very it? Famous. Yeah. Yeah. Hey, on est dans deux pieds d'eau. Hein. Er meinte, wollen wir jetzt gleich reinschmeißen oder wollen wir noch kurz warten? Nee, warten müssen nach dem Grill. Genau. It's impossible to see anything. Leute, er hat gerade einen Biss gehabt. Auf Topwater. Auf so einen Whopper-Plopper. Hört ihr das? Oh, yeah. Again. No? Nobody wants to see? Und da hinten geht der Mond auf übrigens, ne? Fast Vollmond, deswegen liegt das so gut. Mm. Krass, oder? Leute, wir gehen richtig geile Hotdogs. Bitte? Oh. Mm. Leute, das ist so geil. So ein, einfach so eine Situation, die man sich niemals vorher irgendwie vorgestellt hat, dass die irgendwie so stattfindet. Dass wir nach Kanada fliegen, dass da jemand da ist auch. Ja. Normalerweise ist ja keiner da. Und wir sitzen jetzt hier auf dem besten Maskisee mit dem besten und einzigen Maskishop-Betreibern. Ja. Isoko Fishing. Und grillen Hotdogs. Auf dem Grill, auf dem Boot. Hättest du es vor 3 Wochen noch gedacht? Nein. Wahnsinn, oder? Ja. Insofern, ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwas passiert, außer dass wir ein Hotdog-Tasting machen. In dem Sinne würde ich sagen, es war geil. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs hier vorbei. Also wenn ihr in Montreal mal seid, in Kanada. Und ihr braucht Köder. Und ihr braucht Köder oder Tipps, dann geht auf jeden Fall bei denen vorbei. Link findet ihr in der Beschreibung, es war wirklich geil. So, thank you very much, guys. Thanks. Thank you very much. Thanks, friends. Thanks for everything. Thank you. I know. Thank vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und guckt euch den Mond an, Leute. Wow. Okay, Leute. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben wieder eine Chance bekommen, um einen Maski zu angeln. Ist gar nicht so einfach. Man braucht ja jemanden ein Boot. Aber wir sind zurückgekommen von unserem Zandertreffen. Zandertreffen. Ja. Von unserem Zanderangeln. Dort hat uns quasi Niklas, der uns quasi dieses Zanderangeln ermöglicht hat, befragt, ob wir nicht mitfahren wollen, Bass angeln. Dann meinten wir, Bass können wir bei uns direkt bei der beim Bungalow angeln. Wir würden ja gerne nochmal Maski. Der meinte, ja, kein Problem. Dann lass uns Maski angeln gehen. Dann haben wir gesagt, okay, aber es wäre geil, wenn wir nicht so früh. Okay, ich kläre es mit meiner Frau. Dann doch nachmittags. Das ist so geil. Also wir werden hier behandelt wie
Kann man gar nicht beschreiben, wa? Ja, man kann es gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich unsere letzte Chance, Maski-Fischen zu gehen. Ja. Und zwar nicht mit irgendjemand, sondern mit dem Präsidenten, Leute. Mit dem Präsidenten. Wir haben zusammen schon Bier gesoffen. Da kommt sozusagen Nikolas. Sorry. You guys are back from the trip? Yeah. Good. How are you doing? I saw your photos. Really good. Yeah, good size? Yeah, good size. I got some tomato sauce, not for today. Just in case. Ich dachte, dieses Bier mit Tomaten, hier gibt es doch Bier mit Tomaten und Austern drin. So the boys are back from their trip. Yeah. And today we're going to show them how to maybe hunt some muskie. It's the first time for you guys for a muskie, right? No, third time. Third time? Okay, yeah, but first time on the river. Yeah. I've seen one. Second time with Isoko fishing, the Isoko guys. They caught one, but we didn't. Okay, so but you boated one. One came on in the boat. Yeah. So you saw the fish, you compared it to a hecht. Yeah. And you saw the differences in the mouth maybe, or The tail. Color. You noticed the tail's different. Yeah. Mm-hmm. But it was what, we say in inches, so it was what, 35, 40? No, it was one like meter 1 meter 15. So 44? Yeah, 42? 44, no. Yeah. 42, about there. So yeah, that's a decent fish. Did it have a good belly? Yeah. Yeah. Niklas actually hat 3 Jahre in Deutschland gearbeitet, deswegen versteht er nämlich unsere Sprache. Wir müssen aufpassen. In München. In München. So I was at Marienplatz and Isartorplatz. My office was there. Also Niklas, es wäre das Größte für uns, wenn einer von uns beiden einen Maski fängt heute. Kriegen wir das hin? Schaffen wir das? Soon to be Oktoberfest. Is it? No. It's Musky O'Clock. Yeah, but we'll do Musky Fest here. September, it's Musky Fest. And we're going to show you guys, hopefully we're going to get aboard a 45-incher or plus. Yeah. It'll be on the top water today, I think. Really? Yeah, top water today. We'll top see water. Some, I expect some excellent bursts of energy coming out of the water today. Come on, guys. Okay, das klingt ja vielversprechend. Das ist schon mal eine Ansage. Wir lieben Ansagen. Aber natürlich kann alles anders kommen, als es passiert. Leute, aber bevor es jetzt losgeht, dass wir unseren ersten eigenen Maski fangen, müsst ihr daran denken, dass die ersten 100 Kommentare wieder einen kleinen Preis gewinnen. Was gibt's diesmal? Ich würde sagen... Ein Hechtköder. Nee, ein Maskiköder. Und zwar mein Maskiköder, den ich selber gewonnen habe bei... Livingston Lewis. Aber bei den... Ja, beim Maskitreffen. Oh, ja, richtig. Zweite Sache, Leute, wir wollten uns nochmal bedanken bei Bonjour Québec. Nämlich die Marketingfirma für Québec. Québec ist quasi das Area hier, in dem wir sind. Montreal ist Teil von Québec. Sehr liebe, nette Leute, geile Fischerei. Also guckt, was wir alles hier machen. Wir sind hier völlig unvorbereitet hergefahren und werden hier überall eingeladen. Also es ist wirklich geil. Genau, also deswegen danke nochmal. Könnt ihr mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Geiles Boot, wieder mal. Bin gespannt, ob das, was gerade gesagt wurde, Topwater, Maski, eintreffen wird. Abfahrt. Suggest this. I'm gonna be on the rubber. So this will be easier on your finger. You don't need tape if you use this one. Or I can give you a little heavier cousin. This one is maybe 25 gram heavier, maybe 40 gram heavier than this one. Okay. This lure is 50-year-old design. This is a classic lure. Perfect. This one is more of a China made, but they both are top water and they both have similar profile on the water. Okay, I don't know. We'll take this one for you first, okay? One, yeah? Okay. Yeah. Pierre, what are you taking? I have a big bulldog. It's bulldog? Big half rubber. Pounder? Yeah, quarter it's kind pounder? Of like no, it's maybe. It's not the pounder, it's the smaller one. Wow. Jesus. The smaller one. So we want. He has rubber too, so we want somebody on maybe one top water, another one on blades. Uh huh. Yeah. Yeah, you're more outside. You're heavier. You go. Yours will go. You want to put it 3 meter down and pop it to 1 meter below. Okay, Leute. Also es geht los. Wollte mir jetzt die Dings andrehen. Das mache ich nachher nochmal. Aber ich mache jetzt erstmal ein paar Würfe, um überhaupt erstmal ein paar Würfe zu machen. Und wenn da nichts beißt, werde ich dann vielleicht auch nochmal. Wollen wir unbedingt sagen, mit Baitcast schmeißen. Ah, look okay how far you can throw with a spinning rod. And you know about the figure eight?
Yeah, yeah, we know. Okay, yeah. So the speed you want is about this speed. You can jerk it, you know? You can, yeah, sometimes you do that, uh-huh. Pause it. So it's like... But a good speed is... Like Golden Dorado fishing? Yeah, kind of like that, yeah. Okay, da bin ich ja mal jetzt wirklich gespannt. David ist ja schon vorher am 8. Nein, Schlag. Was denkst du denn, Digga? Ich bin jetzt für Spaß hier. Hier. Ja. Das war logisch. Und... Vielleicht treffe ich einen im Kopf. Genau. This is what I'm gonna use. Wow. It's called the egghead. Egghead. It's made in Canada. Also ihr seht schon, Leute, das riesige, riesige Köder hier. Riesige Köder am Start. Alter, das ist... Aber das mache ich nachher auch nochmal. Mit dieser 8 und so habe ich auch nochmal Bock drauf. Ja? Ja. Das Krasse ist, dass die Viecher halt direkt am Boot beißen könnten, wenn sie wollten. Es scheint die irgendwie überhaupt nicht zu stören, so ein Boot. Das heißt, man muss wirklich immer aufmerksam sein, wa? Ja. Ich frage mich halt jetzt bei diesem Ding, ob ich da auch noch anschlagen soll. Is that a Stella 5000 or 6000? 8? 8, yeah. Wow, I've never seen one that deep. Leute, also ein richtig krasses Teil hier. Also wenn das klappt, wenn der wirklich raufschießt, wie so ein Barracuda. Was, hast du was? Oh, hier ist mal, ich würde mal gerne wissen, aber ich traue mich immer nicht, weil Angler sozusagen ja meistens nie die Wahrheit sagen, wie hoch sozusagen die Wahrscheinlichkeit ist, wirklich ist, einen zu fangen, wenn man rausfährt. Ist das wie Hechtangeln auf dem Bonn, dass man so Glück haben kann zwischen 1 und 10? Oder ist es wirklich so ein Fisch der 10.000 Würfe? Okay, Leute, wir brauchen eine kleine Pause, obwohl natürlich sozusagen wir sehr kräftig sind, weil wir jeden Tag Training machen. Selbst David macht jeden Tag seine Übung für seinen Rücken. Aber wir wechseln jetzt den Spot, weil wir haben nicht so viel Zeit, 3 Stunden insgesamt. Normalerweise würde man hier länger bleiben, hat er gesagt, aber... Also wenn meine Physiotherapeutin das sehen würde, was ich hier machen würde, die würde mir nächstes Mal die Beine langziehen. Wir haben viel gelernt, wieder mal. Wir haben das richtige Kraut jetzt gesehen, aber erklären wir euch gleich nochmal. Jetzt fahren wir erstmal. Genau. Aber es ist schon geil, dass man so grob, weißt du, so ein bisschen grob motorisch alles, ist, hat auch was. Man fühlt sich da auch so ein bisschen wie so roh. Is it the secret? All this? Or? In Germany it's okay, but keep the video in Germany. Okay, das ist nämlich wirklich so. Also, wenn mein Echolot gefilmt wird, Todesstrafe. Ja. Direkt über Bord bei minus 10 Grad Wassertemperatur. Aber er meinte, okay, es guckt eh nur ihr, also selbst das würde ich nicht erlauben, weil ich weiß, dass irgendjemand irgendwie das rauskommt. Und wenn da irgendwelche Punkte sind. Natürlich. Gut, aber mein Gott, das ist ja riesig hier. Aber ich kann euch mal so nach Nord 45 Grad 20. Nein, Spaß. Fisch on, Fisch on. Ja, Alter. Gibt's ja gar nicht. Alter. Leute. Der erste Muskie, ich glaub's nicht. Ist es der Muskie? Ja. We love baby Muskies. Wow. Bom, 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 bom. Hey! Fishy high! Big one, but. Na gut, aber schon 80er. Alter, der sieht auch schön aus, Alter. Viel schöner als der andere, muss ich sagen. Small one. Er blutet ein bisschen, wir haben da vorne die Haken rausgeschnitten. Genau. So a little bit of an injury, but we fixed them up so that he wouldn't have too much damage. Alright, yeah. Should we let this one go? Okay. Well done, Niklas. Well done. So what do you recommend? There's one more here, and there might be another one as well in the boat. Yeah? So this is what I used. You got okay. 6 other ones. Ich sag mal, never change a winning lure. Yeah, I prefer this one. Actually. Oh, no, too big. Ich würde so gerne mit diesem Whopper Plopper weiter angeln, weil es ist einfach geil, wenn man da auf den Biss bekommt. David zieht es durch, finde ich geil. Und oft hat sie auch was gebracht. Aber ich muss sagen, ich will erstmal überhaupt empfangen. Und ich liebe auch dieses Achten machen. Deswegen mache ich jetzt erstmal das. Und dann, wenn ich einen gefangen habe, dann mache ich nur noch Topwater. Ich schwöre. Dran denken, gib Acht. Gib Acht geben. Ja. Ich überlege einfach neben dir zu werfen, David. Weißt du? Weil du teaserst ja die quasi an mit deinem und dass ich den quasi dann hier so wegangle. Was hältst du davon? So Leute, jetzt Gummifisch. Das heißt,
hier richtig schön Achten machen jetzt hier. Und jetzt kommt die 8 hinterher. So, noch eine 8, 9. Nein, keiner da. Ja? Was ist der Maski? Okay, Leute, hat was richtig krasses gesprungen. Da wird das hingeschmissen, ich bin genau unter ihm. Jetzt hören wir, wenn es ein Maski ist, den direkt zu uns ran. Das wird einmal stehen und jetzt mache ich eine schöne 8. Leute, ein Meter weiter links und wir sind tot. Jetzt wird um die Wette gerannt. Niemand legt sich mit dem Wort an. Aber wirklich. Okay, Leute. Hat leider keiner mehr gebissen. Es scheint doch der Fisch der 10.000 Würfel zu sein. Jetzt schleppen wir noch mal 30 Minuten. Ansonsten ist morgen der letzte Tag. Da soll es gewittern und regnen wahrscheinlich, wir wissen es nicht. Aber ist egal, wir haben wieder einen gesehen. Morgen werden wir garantiert nass, weil es wird nämlich richtig schütten. Okay, Leute, wir sind zurück. Wir haben leider keinen gefangen, aber also wir beide, wir haben das Boot hat natürlich gefangen. Das war schon mal wieder geil. Also man kriegt so Vertrauen langsam dazu, auch beim Zugucken, wie das funktioniert. Aber natürlich schwinden unsere Chancen, jetzt einen zu fangen. Auf jeden Fall trotzdem war es ein geiler Nachmittag wieder, oder David? Es war super. Die Leute sind mega cool, haben echt viel gelernt, auch mit dem Kraut, wie das ist. Wo da das Sauerstoff irgendwie, das Kraut, das das meiste Sauerstoff produziert, wo die Dinger stehen. Also die Dinger, er ist nicht der Präsident ohne Grund und er ist auch nicht hier der Boss ohne Grund. Also wir handeln schon wieder mit den richtigen Leuten. Angeln mit Profis, so wie ich es liebe, Leute. Klar, selbstverständlich. Ja, deswegen gehen wir auch so oft zusammen. Alright, gentlemen, yeah. Thank you very much. Thank you so much. It was so cool to meet you guys. Have a nice rest of the trip. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. Chancellor. Pierre, President of the Muskie Federation in whole Canada, North America, right? No, just Montreal. Ah, Montreal. Okay. Let's and make Niklas, it the world. Hey, our German Canadian friend. Neuer Tag, neues Glück, aber Glück bis jetzt noch nicht, lieber David. Ja, es wird kalt, nass nachher. Egal. Es ist jetzt, glaube ich, so 16 Uhr, es regnet seit heute früh, aber wir haben Hoffnung, Regenradar, in einer Stunde könnte es nicht aufhören, aber weniger werden, sodass man rausgehen kann und dass uns auch kein Blitz in die Route fährt, wenn wir da in der Warthose durch den Fluss marschieren. Das ist nämlich unser Plan. Wir wollen vom Ufer, also quasi mit der Warthose, unseren ersten eigenen Maski fangen. Das wäre doch mal krass, wenn das wirklich klappt. Macht man da eigentlich auch so eine Acht dann, wenn man im Wasser steht? Wir machen es auf jeden Fall, auch wenn Regen ist. Ja. Wir fangen einen Silberhecht, einen Silberpfeil. Das wird genau. So geil. Ich bin gespannt, aber alle Zeichen sprechen ja dafür. Ja, okay. Weil alle guten Dinge sind ja 1, 2, 3, 4. 4. Es geht los, hat nicht ganz aufgehört zu regnen, aber zumindest nicht mehr so stark, als ich mich für als Köder nehme. Ja, den Gambler hier, ich glaube in 8 Inch oder sowas. Das Wetter ist ziemlich trüb und das Wasser auch ein bisschen angetrübt. Ist auch egal, weil das Wichtige ist hier dieser Paddelschwanz. Was wir nämlich jetzt gelernt haben, ist Geschwindigkeit und Druck und Lautstärke. Das mögen die irgendwie. Ist aber so, also es scheint doch anders zu sein als irgendwie der Hecht. Ich habe auch kein Gewicht hier dran. Hier ist nur 1 Meter tief, vielleicht maximal 2. Das heißt, wenn ich richtig schnell kurbel, kommt der auch mal an die Oberfläche. Aber wir haben gestern ja mit Whopper-Ploppern geangelt. Also ist das eigentlich egal. Wenn der jetzt mal, kann ich quasi Topwater und kurz unter dem unter der Oberfläche miteinander verbinden. Habe sogar noch einen Offset-Haken. Das wäre jetzt meine Strategie. David hat
glaube ich, den gleichen, aber mit Drilling drauf. Und dann habe ich aber natürlich noch meine anderen Köder. So. Wenn ich jetzt hier vertraue, weil sie einfach aussehen wie ein kleiner Bass. Und wie läuft's? Hast du schon einen? Noch nichts, sagt er. Wir haben hier so kleine Buchten mit Krautfeldern drin. Da hinten ist auch noch eine Bucht um die Ecke mit Krautfeldern. Da vorne hatte das Boot gestern oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, wann es war, beim Schleppenbiss. Speedschleppen, das ist so krass. Und unsere Soko Fishing von dem Shop, den wir angeln waren, die schon gefangen haben, die sind quasi da hinten, hinter den Rapids, seht ihr es nicht, also zwischen diesen beiden Uferseiten sind so Rapids und dahinter in der Bucht, da angeln die immer. Ich würde sagen, mehr geht einfach nicht. Heute ist überall Kraut, eigentlich das richtige Kraut, bis an die Oberfläche. Also eigentlich, wa? Du hast einen? Ich glaube, David hat einen, oder? Ich kann es nicht so richtig sehen, ehrlich gesagt. Okay, also, das ist ein Hecht, ein kleiner Hecht. Aber besser als was jetzt mischt. Alter, hast du den gesehen? Direkt vor mir. Okay, da fahre ich jetzt nochmal hin. Oh, Alter. Junge. Der ist ja richtig was gescheuert. Okay, mal gucken. Mach ich mal ein bisschen unter Wasser. Dann ziehe ich, mache eine schöne 8 vor mir. Ja, Mann, Alter, ich hab ihn gesehen, der steht genau vor mir. Alter, es war einer. Ich hab ihn gesehen, der war weiß. Unglaublich. Alter, okay, ich mach einen Köderwechsel. Mit dem Offset-Haken. Alter, krass. Okay, jetzt bin ich aber aufgeregt. Der war hell und hell bedeutet, dass es einer ist. Komm. 8. Scheiß Kraut. Natürlich der Nachteil jetzt hier mit dem Kraut. Schade, das war wohl meine Chance gewesen. Ärgerlich. Okay, ich denke. Wie du, also fast, oder? Ja. Also, ich habe einen Hecht gefangen. So 60er? Schön 60er. Und noch einen Biss gehabt. Dollen Biss gehabt. Willst du mal hören, wie sie war? Ja. Duck. Willst du nochmal hören? Ja. Duck. Habe ich angehauen, Drilling rausgerissen am Köder. Ging nicht. Doller Biss. Ja. Also, der kommt der Sache näher. Habe ich gesagt, dass ich auch einen hatte? Ich habe den hoffentlich auf der GoPro gesehen. Ich weiß nicht, ob das zu dunkel war schon. Also das war wirklich heftig. Ich habe ja mit Offset-Haken geangelt, deswegen hing er nicht. Das ist ja noch dreimal raufgeschossen, das Teil. Dann habt ihr ja gesehen, da wollte ich wechseln, Köder, und dann hat es irgendwie nicht geklappt mit dem Snap, weil die alle nicht in diese dicken Haken reinpassen. Naja, gut, dann hat es ewig gedauert, dann war das Ding weg. Aber es war geil. Es war sozusagen so ein Gefühl, wo man denkt, okay, es ist möglich, hier sind die Viecher drin. Und ja, man muss, also es ist nur eine Frage der Zeit. Okay Leute, wir haben es versucht. Wir haben wirklich alles versucht, diesen einen Musky in unser eigenes Netz zu frachten. Ist nicht so schlimm. Man sagt ja, fischt der 10.000 Würfe. Genau, wir haben einen gesehen. Zwei gesehen. Mehrere. Wir haben mehrere, drei gesehen. Und da vorne, Leute, steht noch einer. Wenn ihr mal fangen wollt, hier, Island Bizarre heißt es, glaube ich. Da vorne, der hat quasi... Genau, und hier hinten steht all voller Hechte. Mein Gambler sieht aus wie nach einem Bad Hair Day. Ja. Aber auch nicht drinne. An der Ufer hier, so ein kleines Rotzer, Löffel, Lutscher, Luftpumpen, so. Man muss aber sagen, wir hatten eine geile Zeit. Überleg mal, wo wir angefangen haben. In dem Kriechen, dann rüber zum Angelladen, dort vom Angelladen
zum Musky-Festival, zur Siegerehrung, selber den Hauptpreis gewonnen, weitergefahren nach, ich weiß gar nicht, wo es war, ehrlich gesagt, in den Nonnen zum Walleye-Angeln. Also, Wahnsinn. Leute, wir bedanken uns nochmal unbedingt bei Bonjour. Bye. Bonjour Quebec! Ja. Vielen Dank. Wir haben sogar eine eigene Angelseite, müsst ihr mal schauen. Genau. Geil. In der Videobeschreibung, da sind die verlinkt. Also wenn ihr mal hier in der Region, Quebec ist ein riesengroßes Bundesland. Also da gibt es einen ganz Norden, riesige Hechte, das haben wir alles gar nicht geschafft. Aber Niklas meinte, wenn man noch weiter fährt, dann wird es noch krasser als da, wo wir waren. Also richtig geil. Montreal natürlich Musky-Hauptstadt, sagt man ja so. Und dann bedanken wir uns natürlich bei Francis natürlich. Ohne Francis wären wir wahrscheinlich hier nie hergefahren. Francis aus Ecuador, danke. Richtig. Isoko Fishing, die Musky Guys, so geile Typen. Ja. Den Präsidenten vom Musky Canada Club, dem Chancellor, Pierre. Yeah. Niklas. Vielen, vielen Dank, Niklas, du bist ein so geiler Typ. In dem Sinne, wenn ihr auch mal hierher kommen wollt, dann auf jeden Fall mal Videobeschreibung mal gucken. Und wenn ihr jeden Monat die besten Köder der Welt haben wollt, Better Fishing Box. Genau, da gerne auch mal mit dem Code Boss bestellen. Könnt ihr mal einen Code Boss nehmen, auch mal zur Abwechslung. Mal gucken, was passiert. Würde mich freuen. Leute, gut. Geile Köder, geile Box, alles klar, macht gut, bis dann, ich angeln. Tschüss. Tschüss. Haben wir jemanden vergessen? Ich weiß nicht. Danke an alle anderen, im Rahmen, wie sie alle heißen, die Barkeeperin, danke Quebec, danke Musky, danke Gott, danke alles. Wetter, vielen Dank, Wetter. Danke Moskitos, dass ihr nicht da wart. Hey, wirklich, das war ja wirklich, war nichts. Das war ja gar nichts, ein oder zwei Moskitos habe ich gesehen, die haben noch nicht mal gestochen. Aber Wetter muss ich sagen, so 50-50. Die letzten zwei Tage waren scheiße. Da hätten wir nochmal einen fangen können, wenn wir, also wenn das Wetter besser gewesen wäre. Okay, ein Punkt Abzug. Bei das Wetter. Airbnb, ja, genau. Mach's gut, geh weiter ins nächste Abenteuer. Ey, es wird so krass jetzt wieder, oder? Meinst du, da fangen wir was? Ja, Mann. Das sind Maschinen, 4 Meter große Dinger. Ich weiß, 4 Meter. 5 Meter. 5 Meter. Das sind die größten Fische der Welt. Ja, wirklich. Süßwasser. Ja. Größten Süßwasserfische der Welt. Und wir werden sterben. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich werden wir sterben. Na gut. Egal. Man lebt nur einmal. Man stirbt nur einmal.